Hallo und willkommen zu Stand of Backpack Battles. Wir spielen wieder eine Runde Ranked. Unsere zweite Runde dann. Und womit starten wir? So, die Pfanne haben wir eigentlich gemerkt, ist gar nicht so geil unbedingt. Auf jeden Fall können wir aus zwei Steinen ja das Ding spielen. Also nehmen wir den auf jeden Fall schon mal mit. Dann würde ich sagen, Regeneration und das Ding locken wir hier oben. So. Ja, das sollten wir haben, der gar nichts. Der hat ja wieder dasselbe wie wir, nur dass wir mehr haben. So gesehen. Ich will 1,5 haben. So, erste Runde gewonnen. Schon mal besserer Start als beim letzten Mal. So, dann kaufen wir jetzt auf jeden Fall dich. Dann da wir unser Schweinchen, für wenn wir noch einen Lack brauchen, nehmen wir aber auch erstmal mit. Die könnten später auch ganz gut sein, ne? Für einen Handschuh oder ein Schild zum Kombinieren. Erstmal schon ein bisschen Platz hier irgendwie sparen. Dann die Loche ich auch mal. Oh, der hat auf jeden Fall schon ganz schön viel Food. Der sieht auch besser aus als wir. Das haben wir, der hat quasi dasselbe wie wir. Nur noch mehr Food. Da haben wir aber zwei Generationen. Gucken, ob es das wert ist, aber. Er kriegt halt drei Schild, ne? Also, glaub eher, dass wir das hier verlieren werden. Ja. Na gut. So, wir haben zweimal die Spikes, Leute. Und nochmal das Ding. Der ist sehr lohnt sich nur zu kaufen, wenn wir den kaufen. Weil ansonsten können wir den eh nicht benutzen. Ach doch, können wir schon benutzen, könnte aber super. Ne? Dann würde der da reinpassen. Dann kaufen wir den auch, behalten ihn aber erstmal hier drin. Ne? Oder was für ein Item muss denn da drin sein? Ich eigentlich für den Freien, ja, schon mal der Freie. Ja, stimmt. Nee, dann ist eigentlich scheiße. Dann kaufe ich echt einfach die beiden Dinger hier und kaufe mit denen dazu. Dann können wir zuvor schon daraus einmal die Handschuhe machen. Was war das andere nochmal, was wir hätten da kombinieren können? Ich weiß nicht mehr. Irgendwas kommt ja noch kombinieren. Der schon eine Potion, also ja. Hat aber auch noch bisher nur eine Damage Ressource, Quelle, wie auch immer. Wir haben Spikes, das macht ihm auch immer auch nicht Damage. Sieht auch nicht ganz gut aus. Das sieht gut aus, das sollten wir da eigentlich gewonnen haben jetzt. Da hatten wir noch eine Banane mehr, da haben wir diesen Random Gemstone, dich und dich, toll. Weiß der ist, vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht mit denen hier vielleicht zusammen. Und die kombinieren irgendwie, ja. Das ist halt 2,5 Stamina, das ist halt schon wieder viel, ne? Aber ich weiß nicht, die Peitsche überzeugt mich irgendwie nicht so wirklich. Weil jetzt mit den beiden Dingern lohnt sich das wahrscheinlich vielleicht schon mit dem Spikes zusammen, aber. Also wir könnten eh nicht mitnehmen, weil wir 5 Slots dafür bräuchten, ne? Wir nehmen halt irgendwie einen Lack raus oder so. Da muss man mal gucken, passt das dann da irgendwie da rein? Dann würde das Schweinebein nicht mehr da reinpassen, ne? Wir müssen jetzt alles irgendwie umbauen. Ich glaube, das passt nicht. Das ist alles wieder ein bisschen blöd. Ich überzeug dir auch nicht. Ich kann jetzt nicht einfach in die nächste Runde gehen, ohne irgendwas zu kaufen, ey. Das ist irgendwie auch scheiße. Ich kaufe mal einen Gemstone, vielleicht lohnt sie sich ja. Ich kaufe mal so ein Dings hier. Ah, nee. Nee, warte mal. Den Shop Enter? Meine Frage ist, kriegt er einen Gemstone im Shop? Oder droppt er einen Gemstone raus? Hier steht das Gemstone, der aufwärts in unser Shop. Scheiße, das heißt, ich habe da nur einen Gemstone im Shop, oder?
Wenn wir die erste Runde sehen, hätte ich halt da reinbatschen müssen. Das muss man nochmal so machen. Muss sie wahrscheinlich dabei haben, ne? Hat irgendwie mehr Sinn. Guck mal, was dann passiert, ob er dann ein Inventar haben oder ob das dann im Shop ist. Da steht ja der Unterschied, der Gemstones aufhört in so Shop denn. Also eigentlich müsste dann der im Shop denn sein. Also. Weiß gar nicht, ob das überhaupt das jetzt wert wäre denn. Ah, schade, war close. Schluss war in dem Fall wieder. Nee, wir haben jetzt tatsächlich einfach so einen Gemstone bekommen. Und attack 20% Chance to remove a random buff from your opponent. Boah, gut, besser als gar nichts gerade, ne? Corrupted Crystal. Der war mit der Bartpfanne nachher, ne, von der Tür. Aber hier haben wir unseren zweiten Stein. Ja, da oben, Mann. Noch ein Schwert, ein Hammer. Das Ding ist, das ist ja auch eigentlich nur ein Ding, also eigentlich brauchen wir den nicht unbedingt. Das ist ja nur 8 Gold, also holen oder Reroll lohnt sich jetzt auch nicht. Man könnte einfach noch ein Schwert kaufen, wenn wir mehr Damage machen momentan, so gefühlt, ganz ehrlich. Also die Runde ist bisher nicht so geil. Irgendwie sind die Items bisher nicht so geil gewesen, die wir gefunden haben. Bekommen haben. Oh, da ist ein silbernes Schwert hier. Hero Sword. Aber den machen wir fertig. Immerhin. Aber jetzt ist das rausgedroppt aus meinem Schwert hier an sich. 10% faster. Dann machen wir dich darauf, dich da drauf. Einmal Potions inside der Ach, lass mal jetzt Potion-Ding. Ja, bräuchte ich aber 2 Potions. Aber wir haben auch eine Potion an sich. Ja, nee, stimmt, das hatten wir schon mal. Das war aber eigentlich nicht so geil, weil dann die 2 Generationen erst gefühlt wären, wenn der Trank getrunken wäre. Das ist eigentlich nicht so geil gewesen, denn, ne? Man kann Edelsteine miteinander kombinieren. Wahrscheinlich werden die dann besser werden, ne? Tja, ich denke, das ist ein heiliges Item haben wir noch nicht. Sie lohnt sich die eigentlich nicht. Den kaufen wir für die Pfeil, so oder so. Selbst wenn der keinen Trag reinbatschen, das ist ein Slot. Der bringt halt nur, wenn wir Mana haben. Die kaufen wir jetzt auch, aber ich weiß, wir werden jetzt aber eigentlich nicht damit kombinieren. Vielleicht ist das nicht so geil. Weil so habe ich von Anfang an 2 Generationen. Weil solange wir noch Slots offen haben, würde ich sagen, machen wir das nicht. Wir haben ja genug Slots offen hier noch. Wir haben ja nur kein Geld, um irgendwie zu holen oder irgendwas neu zu machen. Also komm, ich kaufe mal den hier einmal. Damit die irgendwie kombiniert werden danach. Schwierig, schwierig hier gerade irgendwie. Okay, 3 Waffen. Aber hier müssen sie auch Stamina leer gehen, oder nicht? Der Typ hat ja nur eine Banane. Obwohl, wir haben 2 Waffen, also eigentlich. Das verlieren wir leider auch. Auch wenn es close ist. Nein, der sieht nicht gut aus. Der mit dem Bogen. Ja, ja gut, und die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die anderen, das ist geil, muss man einfach mal so sagen. So, Ananas haben wir. Und hier ist auch ein Garde, die nehmen wir auch mit. Das ist auch mal geil gewesen. Oh Leute, ich habe das hier jetzt einfach besser, aber es ist ein neuer Effekt. Kriegt noch Mana und noch ein Frostding dazu. Okay. Vielleicht sollten wir die doch kombinieren hier. Komm, kombinieren wir den hier doch schon mal, wenn wir gleich noch ein bisschen mehr Platz haben. Die fliegen im Endeffekt später auch vielleicht raus, wenn wir dann nicht bald nochmal einen Luck bekommen, um die zu kombinieren. Tja, dann go, ne? Ich hoffe, wir kriegen einfach mal einen Handschuh oder so, um das hier zu kombinieren auch. Also, es fehlen ein paar Kombinations-Items hier. Aber auch die 3. Ich finde echt die 3 so als Standard-Kombo von Food, ey, ist irgendwie schon ein Must-Have, ey.
Hey, die Dinger jetzt wieder halt, ne? Das war für ein Sale. Tja, momentan haben wir ja zwei Spikes, ne? Also das wäre ja nicht so bad. Warten, wir machen 30% mehr Damage. Und sie machen 5 Dings halt weg, ne? Kann man den Bogen hier kaufen? Frage ist dann halt, mache ich das den. Halt auch, ne? Nee, in die Vierecke mache ich lieber einen Food rein oder so, ne? Und dann die Sterne, die Waffen. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Aber wir kaufen die aber mal, müssen ja nur ein bisschen umbauen, den mal wieder. Damit müssen wir irgendwie. Ja, wohl, eigentlich würde das ja so funktionieren. Ich werde den hier mal wegnehmen. Natürlich nochmal daneben. So, sind die beiden Foods da aktiviert? Mehr geht halt eh nicht, also ihr müsst das hier unten mehr machen. Das ist ja halt die Frage jetzt, warte mal. 50% schneller, dass ich den Lack bekomme, oder ist Food wieder 10% schneller? Das ist ja die Frage, was jetzt wieder mehr wert ist. Also Lack macht halt nur die Genauigkeit höher, die ist eigentlich schon relativ hoch. Also, ich glaube, ist nicht notwendig. Ich meine, das könnte ich hier auch kombinieren, quasi, ne? Warte, mach ich das nochmal kurz so. So, so. Die kaufen wir auch. Lifesteal. Okay, 50% für den Damage. Das werde ich jetzt auch noch miteinander kombinieren. Man kann ja mal kaufen, falls wir noch einen Edelstein bekommen, einfach Edelsteine kombinieren können. Könnt ihr auch verkaufen, ne? Entschuldigung, ich mach damit eigentlich mal. Quasi, wenn ich nicht brauche, Gold, ne? Tja, weiß noch, kann ich dich hier wieder reinbatschen noch. Machen sie wie dich. Kaufen wir dich einfach noch. Kaufen dich. Und gehen in die nächste Runde. Ganz so gut aus. Und jetzt haben wir so einen Potion aufgenommen. Jetzt ein Potion habe auch noch, aber sei es nur ein Stamina Potion. Oder eh Full Stamina, also bringt mir das nicht viel. Fertig gemacht, den Typen. Ein Backpack? Oh, das heißt, ich kann ja einfach nur ein Backpack lassen, den einen Stein jetzt hier sogar. Den 9 Sekunden, und er hat 1,5 Stamina. Oder er kriegt einen Heat. Ich glaube, ich nehme aber den doch. Aber ich meine, okay, von der Tür hatte ich jetzt so wenigstens noch. Was habe ich davon zwei, Leute? Warte mal, what the fuck? Nehme ich auch wieder lieber den Lifesteal. So reicht das, habe ich wenigstens noch einen Stud besetzt. Und Hit Remove 2 Spikes in Regeneration vom Opponent. Macht 8 bis 10 Damage. Was ich mir 1,5 Stamina. Ich meine, wenn ich das quasi jetzt sagen, was normales Schwert dafür austauschen würde, würde sich das ja wahrscheinlich schon lohnen, ne? Da habe ich halt 0,5 Stamina-Kosten mehr, mache aber auch nicht mehr Damage und ich kann den Spikes und Regeneration vom Gegner entfernen. Also halt 4 lang, da muss ich erstmal gucken, wie ich das hier vernünftig reinkriege mit dem Bogen hier zusammen. Ich warte auf eine geilere Waffe, wäre irgendwie klar. Wenn der Gegner jetzt keinen Spike, keine Regeneration hat, ist es halt schon wieder irgendwie so eine Waffe, ne? Aber das ist halt Legendary. Ich hole einmal. Das war ja schon der hier, ne? Hier wird ein Schild. Rüstung. Ich hätte immer noch gerne Sachen, die ich hiermit kombinieren kann. Auch wie her mit dem Trank. Ja, noch einen Trank und dann da einen Trank reintun, das war doch eigentlich ganz geil, oder nicht? Weil es dann irgendwie, warte, 30% Chance hat, dass wenn ein Trank triggert, der andere mitgetriggert wird, aber umsonst. So von der Theorie her. Du wirst den Edelsteinteil hier mal immer rausnehmen. Oder ihr nehmt den hier raus, weil ganz ehrlich, da bringt eh nicht so viel. Das ist ein Gold mehr.
Na komm, scheiß drauf, starten wir. Oh Leute, der wird auch kombiniert hier gleich. Hat gleich geachtet, ja auch gut. Das war nicht mehr gewollt. Ich glaube, das sollte ich aber andersrum dann nächstes Mal machen. Wenn der getriggert wird, aber ich habe echt Full Stamina, das heißt, der wird eh nicht getriggert, ne? So vom Ding her. Was also, gehen ich jetzt viel Stamina? Jetzt bräuchte ich eine Banane mehr wieder. Ne? Oh, mal ist die taub, die wir schon mal gesehen hatten. 3 Sekunden. Item Triggers 5% faster. Okay, removed einen Luck von Gegner. Hm. Ist zwar Legendary, aber ist das jetzt krass? Nein, was ist hier raus jetzt geworden? 30% Chance, vorhin hatten wir glaube ich nur 15% Chance, ne? Jetzt sind wir selber wieder da oben. Kann ich doch nicht. Tja, was haben wir für ein Schwert? Ja, ja, ich habe 3 Generationen. Hm. Da haben wir noch mal einen Trank. Nimm dich auf jeden Fall mit, dann wohnen wir glaube ich einmal. Da ist die Banane wieder, nehmen wir auf jeden Fall sofort wieder mit. Bei Stamina haben wir auf jeden Fall mehr als genug, da können echt gefühlt noch eine Waffe haben. Wir haben wie Medium, aber wir sind halt immer Full Stamina, ne? Und wir haben den Trank halt noch. Einfach einen Bogen mitnehmen, also ein Stamina ist jetzt nicht so viel. Besten wäre dahin. Weil wir dich erstmal wieder oben. Den passt da nicht mehr rein, scheiße, warte mal. Du musst da auch mal weg. Oder was fährt jetzt auch nochmal darauf? Nice. Dann, was für einen Stein machen wir da rein? Den lassen wir auf jeden Fall hier unten drin. Wieder nochmal Buff entfernen, 30% Chance oder Lifestyle auch? Ist die Frage. Und über den da rein. Es ist halt nur Plastiktechnik, das ist wieder ein bisschen blöd hier alles. Aber ich kann dich da rein tun, wenn wir da einmal den mitnehmen und das war's halt, ne? Go! Trank geschlürft. Sind auch sauer trotzdem leer. Die einfach nach Full Life. Oh? Oh? Lol! Keine Ahnung, ob wir es noch gewonnen haben, aber wir haben es gewonnen. Wir haben uns einen Trank dann noch geschlürft und dann lief auf einmal wieder. Easy. Gar kein Problem hier, ey. Das steht die Beine mir noch eine. Ananas. Ich glaube, ich kaufe die, aber tu die da rein, weiß ich nicht. Tja, also ich glaube, dich brauchen wir echt nicht mehr. Ich glaube, wenn, dann kombinieren wir das eh nur einmal noch. Kriege ich eigentlich noch Edelsteine daraus? Oder bin ich irgendwie, hatte ich die auch schon 2 unten drin? Ich werde halt schon was werden, also irgendwie. Wenn ich unter 30% Leben hat, das war eigentlich auch irgendwie recht spät erst eigentlich, ne? Aber machen wir den hier nochmal. Da sind die Handschuhe, okay, das müssen wir kurz einmal irgendwas rausnehmen für eine Zeit. Für einen Lack hier brauche ich eigentlich eh nicht wirklich, oder? Brauche ich einen Lack hier, ey? Das wollte ich nicht. Wie kriege ich jetzt hier Platz hin? Oder ich nehme jetzt aber den einmal zeitweise hier raus und hält auch nicht auch noch nichts, weil ich da oben nichts reinbatschen kann, was hier im Weg ist. Funktioniert das so? Aber ist ja nicht mehr da drin, ne? Aber das ne, ich glaube, das funktioniert so nicht, ne? Ah, scheiß drauf, machen wir es einmal so für eine Runde, wäre schon hinhauen.
Wenn nicht, dann haben wir halt eine Runde verloren. Go, go. Oh, hey. Der hat zweimal das Ding, Alter. Der hat gar kein Stamina, der Typ, oder? Wie viel Waffen hat der denn? Der hat doch null Stamina, der Gegner. Der hat nur zwei Bananen, ne? Boah, da haben wir den auch platt gemacht. Ja, wo bin ich hier? So viel der out of Stamina war der Gegner, what the fuck. Jetzt haben wir auch schon einen relativ hohen Stamina-Verbrauch wieder insgesamt, ne? Erstmal die Steine hier einzeln reintun, das war der falsche. Den aber ich da reintun. Dann haben wir nochmal den hier. Nee, doch, dann haben wir nochmal den hier. Dann können wir den nochmal miteinander kombinieren. Und dann können wir den nochmal miteinander kombinieren. Ich glaube, so viele Runden haben wir gar nicht mehr. Aber gut. Ach, stimmt, der kann ja auch wieder den Stein draufpatschen. Hä? So, ja, na gut. Jetzt haben wir hier das Schild, was mit dem wir zusammen kombinieren werden können, aber dafür haben wir gar keinen Platz mehr. Also wir wohnen auch einmal wieder. Wir tauschen kurz einmal die beiden Schwerter durch. Nehmt den mit. Nehmen wir einmal den noch einmal für die Regeneration mit. Ich kaufe mir auch die Tour in der nächsten Runde da oben. Obwohl, krass, eigentlich brauchen wir, müssen wir die kombinieren? Eigentlich müssen wir nicht. Wenn wir die jetzt miteinander kombinieren, brauchen wir die ja gar nicht kombinieren, eigentlich. Jetzt können wir die alle verkaufen, die brauchen wir eh nicht mehr. Dann, wie viele Runden hatten wir noch? Zwei Runden oder so hatten wir es, glaube ich, nur noch. Also, wenn wir gewinnen sollten, so von der Theorie her. Boah, den haben wir auch easy weggesnackt. Haben wir eine Runde noch. 50% Chance zu attack der weg. Was? Ah, Leute, der hat jetzt Rüstungsdurchdringung. Quasi. Interessant. Tja, jetzt können wir noch mehr Platz kaufen. Passt nur unter dem hin, weil wir noch aber so, dann machen wir dem hier einfach Free Damage, so von natürlich erstmal nicht viel dabei mal hin. Dann können wir noch einmal den machen, wohl, dann haben wir noch 9 Gold, falls wir noch irgendwas reinbatschen können. Dann kommen wir jetzt aber den noch einmal zu den hier unten rein. Mehr Stamina. So, noch den noch darauf schon. So, sieht eigentlich ganz gut aus. Muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit so einem Backpack diesmal. Vielleicht finden wir es auch noch mal hart. Man weiß ja nie. Die letzten Runden sahen ja ganz gut. Auf jeden Fall übelst viel Armor. Die hat die Special Armor, die zusammengequatscht worden ist. Aber deren Armor ist schon weg und die fehlt immer mehr Leben und Leben und Leben. Gewonnen! Ja, lief schon ganz gut. Anfang wieder ein bisschen meh, aber dann wurde es immer besser. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!